1000 Jahre europäische Musik in einem einzigen Album zusammenzufassen, ist eine gewaltige Aufgabe, an der man eigentlich nur scheitern kann. Wir erheben deswegen auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was wir versucht haben, wir wollten einige wichtige Stücke präsentieren. Da sind Titel von Hildegard von Bingen dabei, annähernd 1000 Jahre alt. Wir gehen über die Klassik Beethoven, Schiller, Mozart bis hin zu Coldplay und Grönemeyer. Wir haben fantastische Profi-Arrangeure gefragt, ob sie das extra für die Young Voices arrangieren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Young Voices verwenden wir Electronics. Wir haben mit Tilman Erhorn einen sehr renommierten Elektromusiker engagieren können, der alle Songs mit Beats und Computer-Sounds unterlegt hat. Wir wollen das eben auch live verwenden, sprich der Laptop wird auch live auf der Bühne dabei sein und es wird ein ganz außergewöhnliches Hörerlebnis werden. Eben weil wir auch versucht haben, 1000 Jahre alte Stücke mit Beats, also mit Elementen eigentlich des 20. 21. Jahrhunderts in die Echtzeit zu holen. Wir arbeiten erstmals auch mit einem Cellisten und versuchen, die Jahrhunderte zu einem einzigen Sound zu verschmelzen, in einem ganz besonderen neuen Klang. Mit den Young Voices Brandenburg zu arbeiten, macht wahnsinnig viel Spaß und ist auch wirklich eine große Ehre, denn man hat es mit ganz herausragenden und schon jetzt sehr eigenständigen Künstlerpersönlichkeiten zu tun, die alle Musik machen wollen. Die sind alle hungrig, die wollen alle was erreichen und die auf ihrem Weg begleiten zu können, ist wirklich eine Freude. Mein Name ist Marc Sicara und ich bin der Dirigent der Young Voices Brandenburg. Neben mir und mit mir arbeitet meine Kollegin Steffi Garke, die der Kopf und das Herz des ganzen Ensembles ist. Sie organisiert alles. Sie ist aber gleichzeitig eine fantastische Schauspieltrainerin und arbeitet am perfekten Bühnenauftritt. Mit Nikolai Therichen haben wir einen ganz renommierten Pianisten an unserer Seite seit Jahren und auch Arrangeur. Und erstmals spielt auch bei dieser Produktion die Technik eine große Rolle. Silvio Naumann hat die Produktion aufgenommen und gemischt und er wird auch live dabei sein, um eben diese Ebenen von Computer und live gesungenen Stimmen und dem live gespielten Cello perfekt zusammenzubringen.